Leute, eure Claudi wieder. Und zwar habe ich eine ganz, ganz liebe Abonnentin, die Jelena. Und sie schickt mir immer ganz, ganz viele schöne russische Volkslieder. Und heute möchte ich ihr eine Freude machen und mach mal eins ihrer Lieder. Jelena, das ist für dich. Und wir hören jetzt mal rein zusammen. Ich bin gespannt. Трепетом и теплотой я хочу пригласить на эту сцену государственный академический кубанский казачий хор и фантастическую талантливую девушку, которую зовут Пелагея. Там, где черные реки на широкий берег выгнали казаки 40 тысяч лошадей. Замутился Ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, первая пуля в ногу ранила коня, а вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Вся жена поплачет, коня. И любо, братцы, любо,
Danke, Jelena, für das Lied. Das ist wunderschön. Ich weiß nicht, was russische Musik mit mir macht. Es geht direkt in mein Herz. Ich kann es nicht erklären. Oh, das war wieder ein Meisterstück. Die Sängerin kannte ich schon von dem anderen Lied, wo ich schon drauf reagiert hatte. Eine fantastische Sängerin. Und dieses Lied, das scheint schon auch ein älteres Lied zu sein. Ich glaube, irgendwas mit Bruder, lieber Bruder heißt das irgendwie. Dann die Männer hinten, so Kosakenuniform, glaube ich. Es ist. Danke, 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 Jelena. Vielen Dank für das Lied. Und sei lieb gegrüßt von mir. So, liebe Leute, das war's von mir. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, dann wisst ihr Bescheid. Subscribe, Thumbs up und bis zum nächsten Mal. Eure Claudi.